Vegas ist der Matthias und heute will ich dir ein Hotel vorstellen. Es ist nicht explizit ein Kinderhotel, aber uns war wichtig, erstens gutes Essen und Wellness. Und darum haben wir uns entschieden für 2 Nächte im Hotel Hirschenhorn. Und zwar findest du das Hotel ganz einfach im Internet unter. Und dort findest du nachher auch nähere Infos, wenn du die dir gerne wünschst. Das Hotel Hirsche, das ist dein Refugium am See. Und ich und unsere Tochter, wir haben unsere Frau eingeladen zum Geburtstag. Und vielleicht merkst du es, aber ich bin da gerade vor Greenscreen am den Text drehen. Weil eigentlich habe ich gesagt, ich mache dort gar kein Video an dem Wochenende, wo wir dort waren. Aber ich habe es dann doch nicht lassen können. Und dann denke ich, das mega schöne, geniale Wellness-Hotel, das will ich dir auch vorstellen oder näher bringen. Für uns war es perfekt, weil eben das Thema Essen, es war mega fein. Das riesige Morgenbuffet und auch am Abend das riesige Menü. Wir haben zum Teil nicht einmal alle Gänge gegessen, weil es so viel war und so super fein war. Also wirklich sehr, sehr köstlich. Bevor wir abends jetzt Nacht sind, sind wir an der Bar noch etwas gut trinken. Das ist im älteren einfach im Gebäude nebenan, was es schon länger gibt. Und wir haben nachher in einem genial schönen Zimmer geschlafen, ganz oben im neuen Teil, dort wo auch das Wellness mit einem Indoor- und einem Outdoor-Pool drin ist. In vielen meiner Videos ist mir klar geworden, am liebsten willst du Bilder sehen. Und darum zeige ich dir als erstes unsere Suite, die wir gemietet haben oder wo wir übernachtet haben. Und zwar sind wir in der Suite Arenberg im Haus Seeblick. Das sind ganz, ganz neue Zimmer. Und da steht noch ein schöner Balkon mit Aussicht auf den Bodensee oder eben auf die Halbinsel Höri, wo du nachher in die grüne Natur raus siehst. Für uns perfekt, eben so ein bisschen Wellness zum Entspannen. Unsere Tochter, die sehr gerne schwimmen und
auch offen ist, wenn es mal keine Kinderrutschbahn hat, kein Kinderbecken und keine Kinderanimation. Aber sie genießt umso mehr, auch mal im Liegestuhl können zu liegen und ein Buch lesen. Oder mit uns im Innenbecken oder im Aussenbecken schwimmen oder sich sprudeln lassen. Auf diesen Sprudel, was sind es, Sprudelliegen hat es gehabt. Und so Sprudel, halbrunde Sprudeldinger. Keine Ahnung, wie man denen sagt. Wellness allgemein sehr, sehr gross. Du hast Sauna, du hast eben das Aussenbecken, Innenbecken, du hast verschiedene Bereiche und du hast so eine mega coole Steigung, die eigentlich durch die Räume durchführt. Dann hast du zuoberst das Schwimmbecken, die Relaxzone, dann gehst du runter, dort ist der Wellnessbereich, wo du auch die Massage kannst buchen. Wir haben dazu mal so ein spezielles Package gebucht, wo eine Massage dabei war. Je eigentlich 50 Minuten für mich und 50 Minuten für meine Frau. Und ich habe es dann so gemacht, respektive gefragt, ob unsere Tochter auch darf die Hälfte von meiner Zeit haben. Und es war wirklich sehr, sehr schön gewesen, dass die Masseurin hat dann zuerst unsere Tochter massiert, 20 Minuten. Sie hat das natürlich sehr, sehr geniessen dort auf der Liege. Und nachher bin ich 20 Minuten dran gewesen. Ja, das sind es 25. Einmal, es war super gut, dass wir das aufteilen können. Thank you.
Wenn du nachher in den unteren Teil runtergehst, ist alles sehr schön eingerichtet. Du hast wieder eine bequeme Leseecke, du hast eine Schmine, ein Feuer, genug Magazin zum Lesen. Und es hat wirklich genug Platz. Mich hat gedacht, wo wir dort waren, war das Hotel sehr gut ausgebucht. Ich glaube, es ist immer sehr gut ausgebucht. Aber du hast nicht gross gemerkt, dass sie überladen ist, überfüllt. Du hast wirklich schön Platz gehabt und hast es nicht genossen. Das Hotel ist wunderschön gelegen und du kannst dort optimal, wenn du gerne Velofahren willst, Velofahren. Es hat unten drauf verschiedene Velowagen, wo du wirklich schön flach in diesen Dörfchen oder zu diesen Dörfchen kannst du rumkurven. Du kannst gut mit dem Bus, mit der Touristcard ins nächste Dörfchen fahren, du kannst mit dem Auto ins nächste Dorf. Und wir sind dann auch ins nächste Dörfchen gegangen, haben dort ein bisschen Shopping gemacht, sind ein bisschen Sachen entdeckt und Sachen anschauen und am späteren Nachmittag wieder zurückgekommen, haben dann das Hotel wieder geniessen können und eben dann kommen wir doch zum nächsten, zum Essen. Das Essen war wirklich sehr, sehr fein. Sie konnten auf alle Wünsche eingehen. Respektive, wenn du mal irgendetwas nicht gerne hast. Bei uns hat es jetzt einen Gang gegeben mit Trüffeln. Wir haben Trüffel gerne, aber jetzt nicht die mega Menge. Und dann hast du einfach sagen, okay, können Sie das bitte weglassen. Und das war überhaupt kein Problem. Das Essen ist wirklich sehr, sehr gehoben, auf hohem Niveau, sehr fein. Und das war eben auch ein Grund, dass wir das Hotel besuchen wollten, weil wir gewusst haben, von den Schwiegereltern, das Essen ist super gut, die Gastfreundschaft ist super gut und das Wellness ist super gut. Also ich würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Spontanen, es ist schon ein bisschen spontan, ich habe wirklich gesagt, ich mache kein Video dort vor Ort, aber es würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video helfen darf, für dich das nächste Mal ein Hotel zu finden, vielleicht auch mal für dich als Paar oder als, ja, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, mal zum Relaxen, zum Ausspannen, vielleicht auch mal ohne Kind oder eben so wie mir, wenn du so eine Suite hast, ist wirklich wunderbar gewesen. Wir haben zwei Zimmer mit Betten. Und dann haben wir dort wunderbar mit unserer Tochter übernachten. Ja, so ein zum Relaxen, Ausspannen, geniessen. Der Biergarten, auch sehr empfehlenswert, wo wir eigentlich zu Mittag gegessen haben. Ja, und wenn du ganz neu bist auf meinem Kanal, ich gebe dir Tipps und Tricks für deinen Alltag und deine Freizeit mit der Familie. Es würde mich extrem freuen, wenn dir das Video geholfen hat, für einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, das gibt es im Fall wirklich viel schauen und hast nicht abonniert, abonniere doch bitte meinen Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Also ich hoffe, für dich ist es okay, dass ich das in dem Studio bei mir zuhause aufgenommen habe. Weil ja, vor Ort konnte ich wirklich geniessen oder wir konnten geniessen, relaxen, entspannen. Und die Aufnahmen, die sind noch so ein bisschen nebenbei aus der Hand gegangen oder die Videosequenzen. Also alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.